Yo, yo, yo! Was geht ab, meine Freunde? Willkommen zu einem neuen Video von mir. In dem heutigen Video werden wir mal wieder in Party Royale reingehen. Das feiert ihr ja absolut, dieses Format. Und unsere heutige Mission ist es, mit dem OG Ghoul Trooper die ganze Lobby größtenteils versuchen zumindest auseinanderzunehmen. Zumindest die toxischen Leute. Ob wir auf toxische Leute treffen, kann ich natürlich nicht versprechen. Würde auch sagen, wir gehen direkt jetzt ins Video rein. Lasst aber vorher nochmal einen schönen Like da. Und ich würde sagen, go, Junge. So, Leute, wir sind jetzt hier in der allerersten Runde Party Royale drin. Ich weiß, es ist noch dunkel, Leute, aber die Sonne, die wird jetzt genau aufgehen. Ihr seht schon, das Ganze färbt sich so langsam in roten Farbton. Oh, hier ist noch ein Ghoul Trooper, Junge. Okay, 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 Junge, alles klar. Ups, ups. Guck mal, der haut direkt ab, ne? Ich gehe mal hinterher. Guck mal, jetzt haut der wieder. Der Kleine, der denkt sich so, Junge, was willst du von mir? Sorry, war nur Spaß, bleib ruhig. So, und wie gesagt, wir haben es jetzt hier auch hell, Leute. Was geht denn hier so unten ab? Da vorne, ist das ein No-Skin gewesen? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ist ein No-Skin gewesen. Was machen die denn hier auf der Toilette, Junge? Hä? Was passiert denn hier? Ah, okay. Der No-Skin kommt zu mir, macht erstmal so warm, bisschen flexen. Okay, aber hier scheint nichts Interessantes zu passieren. Morty oder wie der heißt, geht erstmal ein paar Schritte zurück. Ich würde sagen, wir holen mal kurz den Aerial Soul Trooper Gleiter raus. Weil ich meine, der Mako Gleiter passt besser zum OG Ghoul Trooper. Aber der Aerial ist natürlich ein bisschen seltener, was eine Rolle in Party Royale spielt. Und hier haben wir sogar noch zwei Travis Scott Skins. Oh, der eine hat mich jetzt gesehen, oder? Nein, nein, nein. Der hat meinen Backbling gesehen. Der hat meinen Backbling gesehen. Von Panda Beats, Junge. Von Herrn Oleg, Digga. Das ist ein sehr seltenes Backbling. Der will Dance Battle. Dann komm, mach. Fang an. The stage is yours, Junge. The stage is yours. Komm. Let's go. Oh, die Rechte kennt den Banner, glaube ich, auch. Kennt den, glaube ich, auch, Junge. Die wissen Bescheid. Aber der Travis Scott hier links, der hat auch ein sehr seltenes Backbling. Diesen Asteroiden-Backbling, der ist richtig selten, Leute. Ach so, jetzt auf einmal geht der raus. Wisst ihr, was jetzt passiert ist? Du bleib mal ein bisschen ruhig. Der wollte jetzt bestimmt gegen mich ein Dance-Battle machen. Ich habe gesagt, fang an. Dann hat er bestimmt Escape gedrückt und hat dann geschaut, wer ich bin. Hat dann gesehen, oha, System, Junge. Gegen den will ich lieber kein Dance-Battle machen, weil das endet dann noch zu einem Spin-Battle. Und dann werde ich zu 99,9% Hops genommen. Ja, ich bin gerade am Aufnehmen, Herr Banane. Herr Banane geht schon ein paar Schritte zurück. Ach ja, Leute, im Übrigen. Die Sarah arbeitet gerade in einer eigenen Party-Royal-Map. Und wir werden natürlich dementsprechend auf diese Party Royale Map draufgehen. Weiteres wird in Zukunft folgen. Travis, bleibt mal ein bisschen ruhiger hier, ja? Bleibt mal ein bisschen ruhiger hier, Kollege. Macht hier Drehungen und sowas. Ruhig hier. Guten Tag, willkommen. Auf jeden Fall wird eine eigene Party Royale Map jetzt bald kommen von uns. Und zur Eröffnung der Party Royale Map werde ich natürlich ein YouTube-Video bringen. Wir werden das Ganze dann natürlich auch auf Twitch on-stream einspielen. Und da kann natürlich dann jeder halt auch dementsprechend mitjoinen, wenn man diesen Map-Code hat, den ich im Nachhinein auch noch veröffentlichen werde. Aber die erste Veröffentlichung wird auf jeden Fall auf Twitch stattfinden. Wann das Ganze passieren wird, kann ich euch noch nicht sagen. Es wird aber absolut wild, weil die Map viel geiler wird. Vertraut mir einfach. Es gibt so viele geile Features da, aber dazu kommt noch später mehr. So, und der Travis Scott, der dreht jetzt hier komplett ab, Junge. Der findet das wohl ganz wild. Ich glaube, der Junge hier vorne, der kennt mich. Der andere Travis Scott weiß ich nicht. Und die Banane hier vorne auch, guck mal, der will sogar, dass ich in den Spind reingehe, oder? Wo willst du jetzt mit mir hin, hä? Er will mich jetzt hier entführen. Die Banane sagt auch, folgt mal den Travis Scott. Okay, machen wir. Guck mal, wie die beiden rennen, ne? Wie die Halunken, Digga. Ich sag dir ehrlich. So, und jetzt? Was sollen wir jetzt machen, hä? Ah, ich soll da in den Spind wieder reingehen. Geh du doch erstmal in den Spind rein. Du hast doch ein geiles Backbling, Junge. Das ist ultra selten, dein Backbling. Komm mal hier hin. Komm mal hier hin. Zeig mir nochmal dein Backbling. Bleib hier stehen. Nein, nein, nein. Bleib mal stehen. Digga, das ist richtig selten. Ich glaube, das war schon 5, 6, 700 Tage nicht mehr im Itemshop sein Backbling, dieses Asteroiden-Ding. Naja, holen wir mal den Aerial Soul Trooper raus. Gucken, was sie da zum Aerial Soul Trooper sagen. Geht, Junge. Tag, willkommen. Herr Banane kriegt einen Abdreher. Travis Scott auch einen Abdreher. Aber Bruder, dein Backbling ist viel interessanter. Ich habe das selber nicht mal. Wer von euch hat diesen Asteroiden-Backbling? Schreibt das mal gerne in die Kommentare rein. Ich besitze den auf jeden Fall nicht. Und ich weiß auf jeden Fall, dass er selten ist. Und du bist hier kein Schmutz, Travis Scott. Hör auf. Nein, bist du nicht. Das ist Bullshit. Guck mal dein Backbling und dein Skin. Travis war auch schon 700 Tage oder 600 Tage nicht mehr im Itemshop. Du bleib mal ein bisschen ruhiger hier, Herr Zockerskin. Bleib mal ein bisschen ruhiger hier, Junge, ja? Herr Banane, was wollen Sie von mir?
Ich soll wieder in den Defense reingehen. Jetzt soll ich auch noch den Renegade Raider rausholen. Dann holen wir mal schnell den Renegade Raider raus. Machen wir noch Skull Backbling drauf. Dann haben wir nämlich, dann brauchen wir nicht Skull Trooper rausholen, weil wenn man Skull Backbling sieht, dann weiß man auch direkt Bescheid, okay, er hat auch Skull Trooper. So, Junge, Renegade, Skull Backbling. Wir kommen zurück, Junge, Crystal. Macht ein Triple Air Sign, Junge. Die gehen alle paar Schritte zurück. Er macht hier seine seltenen Emotes. Jetzt auf einmal bin ich hier ein bisschen umkesselt, Junge. Die Celestia guckt auch ganz blöd. Die sagt, ich soll wieder in Spind reingehen. Ich habe doch jetzt alle OG-Skins schon gezeigt. Soll ich auch meine Exclusive-Skins zeigen, oder wie? Kann ich hier gar nichts mehr machen, weil ich komplett umstellt bin von der ganzen Armee hier. Travis möchte ein High Five, dann komm. Ey, das geht nicht. Jetzt hat's funktioniert. Und hier vorne haben wir noch einen World Cup-Fischkopf. Der macht mein Smoothie-Emoji. Kuss, Junge. Digga, ich komme hier gerade gar nicht klar. Hier sind zu viele Leute, Bro. Also mach bitte nicht Assi-Kreis um mich rum. Das ist ein bisschen eklig, jo. Fischkopf, bleib ruhig hier mit deinen seltenen Emotes. Was macht der Travis hier? Der schreibt hier irgendwas hin. Das wird auf jeden Fall ein Z. So, Mann, hier ein High Five, Digga. Der Fischkopf freut sich ein bisschen. Macht ein Triple R-Sign wieder. Ah, ich glaube, der flex hier so ein bisschen mit seinen Emotes, ne? Dass der so viele seltene Emotes hat und sowas. Okay. Schwitzer-Skin auch am Start. Kriegt erstmal einen dicken roten Feuerdaumen. Der Fischkopf macht zu mir dieses Cut-Emoji. Ja, normal nehme ich auf. Junge, jetzt kommen die hier wieder mit Sturzpolster, ne? Da kriege ich schon wieder Anfälle. Ich sag dir ehrlich. Oh, was guckt der denn jetzt hier so? Der sagt, ich soll auf Sturzpolster gehen. Ach, der hat den Aerial Soul Trooper Gleiter gesehen. Will er den nochmal? Der hat Mako-Gleiter, okay. Ja, ja, Junge, wir haben auch den Aerial Assault Trooper Gleiter. In der Tat. Oh, die sagt so, oha, wir haben auch noch die Renegade-Hacke. Ja, 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 Junge. Was los, Fischkopf? Ey, der will gegen mich Dance Battle. Ja, ja, warte kurz, warte, warte, wir machen gleich Dance Battle, okay? Fischkopf, bleib ruhig, wir machen gleich Dance Battle, ja? Oder willst du jetzt schon anfangen? Dann mach, Junge, zieh durch. Haben wir. Haben wir auch. Haben wir auch, Junge. War auch. War auch. War auch. Ja. Wir auch, Brudi. Auch. Oh, jetzt kommt wieder einer mit Sturzpolster. Ah! Mach weiter, Fischkopf. Schnell, bevor der nächste Sturzpolster kommt. Okay, den haben wir auch, Junge. Den haben wir auch. Haben wir auch. Fußwahnsinn. Okay. Kommt da noch was anderes? Jetsprung. Kartenzeug hier irgendwie aus Battle Pass, glaube ich. Auch, auch, Junge. Jetzt kommt wieder ein Sturzpolster. Ah! Bro, reicht doch langsam. Mach schnell weiter, Fischkopf. Knochenlos. Den haben wir auch. Komm doch, heißt der, glaube ich. Ja, Knacks, Digga. Okay, Kobe. Ja, anbeten, Idol. Okay, mutige Haltung. Auch schon 250 Tage, glaube ich, nicht mehr drinne gewesen. Ah! Travis, bleib ruhig. Ich mach noch kurz gegen Fischkopf hier Dance Battle, ja? Wir sind noch nicht fertig mit Fischkopf. Mach weiter, Junge. Oder bist du fertig? Ach, er ist fertig. MVP. Nein, Bro, ich zeig jetzt nicht meine Emotes, weil ich glaube, ich würde gewinnen. Wir lassen dann einfach so, du hast jetzt gewonnen. Du brauchst dir gar nicht nö sagen. G to the G's. So, und für mich wird es jetzt Zeit, hier rauszugehen, weil es wird dunkel, Leute. Wir gehen in die zweite Lobby rein. Okay, let's go. Ah, bleib mal ruhig, Wollknoll, Junge. Hat sogar noch Pinguin-Backbling und macht Pinguin-Emoji. Ich hab ein Panda-Backbling, Junge. Ich hab aber auch das passende Panda-Emoji dazu. Kuss, Junge, Herr Fluff, dein Backbling ist süß. Ich sag dir ehrlich, ja? Ja. Ich schwöre, dieser Skin ist so süß, Digga, ohne Spaß. Oha, der hat Szenario, Junge. Ich will natürlich jetzt nicht mein Szenario auspacken. Wir lassen das mal jetzt hier sein. Wir haben schon genug Geflexe mit OG Ghoul Trooper. Ich möchte jetzt nicht noch zeigen, dass ich noch Szenario habe. Das muss nicht sein. Was macht er denn jetzt hier? Der will hier irgendwann, glaube ich, hinskizzieren. Kann das sein? Oh, der macht hier irgendwie von Ariane Grande diese Sprays. FA wird das, glaube ich, ne? Naja, der schreibt hier FA hin. Wer ist das denn hier vorne? Warte mal kurz. Wir machen mal kurz Freundschaftsanfragen akzeptieren an. Und dann soll er mir eine schicken, beziehungsweise sie. Ich weiß es nicht, weil hier sind 3, 4 verschiedene Fluff-Skins, glaube ich, drin. Und da jetzt den richtigen adden, wäre ein bisschen blöd. Und ich habe keine Lust, 4 Leute zu adden und 3 Leute, mit denen habe ich nichts zu tun, so, weißt du? Add mich mal, Junge. Geht, bleib ruhig hier, hallo. Ruhig hier bleiben. Let's go, der Hase. Dann add mich mal, Fluff-Skin, mach mal. Kannst mich jetzt adden, ich habe jetzt Anfragen an. Tina Gott Drip, es ist also eine sie. Okay, das wusste ich natürlich nicht, woher soll ich das auch wissen? Okay, die hat auch ein paar seltene Emotes am Start, ne? Wie ist das Ananas, bisschen Flexi Rexi, Junge. Wer ist das hier vorne? Die will, glaube ich, auch geaddet werden. Darling, bist du jetzt mein Darling, oder wie?
Ja. Okay. Sina, was los hier, Junge? Die will mit mir bestimmt da vorne zum Spind. Kann das sein? Guck mal, wie die da hingeht, so. Mit Grabler auf mich am Zeigen ist nach dem Motto, du kleiner 31er, du gehst da jetzt rein. Soll ich da jetzt wirklich reingehen? Okay. Was soll man überhaupt für einen Skin rausholen, Junge? Ich weiß es nicht. Renegade? Ja, lass mal Renegade machen. Nimm mal Skullback Bling dazu und dann Ariel will ich gar nicht zeigen gerade. Gar nicht Bock drauf. Ich will mit Ghoulchupa ein bisschen in Party Royale rumhüpfen. Holen wir mal den Renegade eben kurz raus. So. Geht, Junge. Ah, Alter. Sina und Darling, Junge. Ruhig hier. Und ihr vorne auch ruhig bleiben. Aha, hier Fundament will eine Umarmung oder wie der kleine 31er heißt. Ja, Sina, was los? Ich glaube, die Sina fragt, ob ich am Aufnehmen bin. Was möchte der hier vorne? Ich bin gerade überfordert. Ich werde von allen Seiten irgendwie... Jemand will was von mir. Ich check hier gar nicht. Ja, ich nehme gerade auf jeden Fall. Der möchte eine Umarmung, der will ein Herz von mir. Bleib mal ruhig hier, Alter. Ich kann mich nicht... Bro, ich habe keine 50 Arme. Das geht nicht. Sehe ich aus wie ein Oktopus oder wie? Yo. Sehe ich aus wie Thaddäus? Nein. Darling, auch nochmal eine Umarmung. So, Junge, jetzt haben wir hier alle abgeklappert. Er macht, oh mein Gott, ich soll nochmal da reingehen. Und die Sina, die will mir hier ihre Backlink zeigen, ihr Pinguin. Stabiles Pinguin, Junge. Jetzt macht ihr sogar noch den passenden Emote dazu, lol. Das ist natürlich sehr einfallsreich, 1+ für Skin-Contest. Hätte es direkt gewonnen, wenn der Skin noch gestimmt hätte. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz, ganz wild hier. Regenschirm. Willst du meinen Regenschirm sehen? Dann komm mal mit, ich zeig dir meinen Regenschirm. Komm mal zu mir, Darling. Komm mal zu mir. Genau, Junge. Was hat sie für einen? Oh! Sie hat den Raptor-Gleiter, Leute. Das ist der zweitseltenste Gleiter in Fortnite. Der ist seltener wie der Mako-Gleiter. Natürlich ist mein Gleiter seltener. Ist natürlich klar, ne? Aber der Raptor-Gleiter ist ultra, ultra, ultra selten. Und ist ein Item-Shop-Gleiter. Kann jederzeit wieder reinkommen. War jetzt, glaube ich, schon 1300 Tage nicht mehr im Item-Shop, Leute. Ist auch der seltenste Item-Shop-Gegenstand momentan in ganz Fortnite. Also es gibt keinen selteneren Item-Shop-Gegenstand wie der Raptor-Gleiter. Selbst kein Emote oder so. Und du, hör mal auf, hier die Dorfhupe zu machen. Hör mal, sind die in einem Dorf oder wie, hä? Gleich fliegen hier Sturzpolster durch die Gegend. Eins sagt die Darling. Dankeschön. Kuss. Was macht der denn jetzt hier? Spinnfäden? Bist du bekloppt oder wie? Digga, willst du mich hier fangen oder was soll die Scheiße? Verstehe ich gar nicht. Was sollen diese Spinnfäden bedeuten? Ich weiß das gar nicht. Und Herr Banane, bleiben Sie mal bitte hier vorne ruhig. Herz geht zurück hier. Kuss, Junge. Ah, No Skin mit Galaxy Backbling. Ah, ja, müsst ein bisschen hier Flexi-Rexi machen, oder wie? Ui, ich habe ja leider den Galaxy-Skin nicht, ne? Das ist sehr, sehr schade. Den kannst du auch so, glaube ich, gar nicht mehr bekommen. Was macht die denn jetzt hier? Ist ja jetzt hier nicht im Ernst, oder? Hör mal, wenn, dann bin ich der Gegenpartner, nicht du? Oder bist du irgendwie männlich, Sina? Also, Sina ist für mich kein männlicher Vorname, sondern eher ein weiblicher. Und du kommst hier mit Besen auf einmal. Und du hier vorne, hör mal auch auf mit der Scheiße hier. Will mich auch verarschen, der Pestskin. Kriegt erstmal ein Sturzpolster. Okay, Leute, wird jetzt Zeit zum Abtauchen. Wir gehen jetzt hier raus, jo. Okay, let's go. So, Leute, letzte Round hier in Party Royale. Danach reicht das hier mit Party Royale fürs Erste. Ich hoffe, die Party Royale-Suchtis unter euch sind dann gesättigt. Wer von euch spielt eigentlich regelmäßig Party Royale? Das würde mich mal wirklich interessieren. Also, wer ist wirklich jeden Tag, also wenn er Fortnite spielt, wer ist dann wirklich mal in Party Royale drinne? Seid ihr richtige Party Royale-Suchtis? Oder eher so die richtigen Chiller, die nur ab und zu reingehen? Oder was machen die denn hier so L-Dance, Digga, hä? Machen die denn hier so L-Dance und so, Junge? Special Kommando fühlt sich wohl richtig krass hier irgendwie mit Black Knight Backbling. Was geht bei dir? Oh, der hat auch mein Backbling gesehen. I Oleg Backbling. Ja, ja, Digga, ist sehr selten auf jeden Fall, ne? Sehr selten, Junge. Herr Noskin, was geht? Freut sich ja mal anders hier. Er will, dass ich den adde. Bro, warum soll ich denn jeden von euch adden hier? Oh, shit, Leute. Das Ganze ist wohl dann jetzt doch ein bisschen eskaliert. Ja, ich nehme gerade auf, Herr Fischkopf. Jetzt sind auf einmal hier alle am Start, Junge. Ich, Bruder, es ist halt... Bro, ist... what? Holy Macaroni, Digga. Der will hier geaddet werden, der Omega-Skin. 10 Euro, dann edde ich dich. Wo ist der kleine 31er? Aber ich werde euch sowieso irgendwann wieder löschen. Holt mir dann nicht rum. Wenn man auf Twitch nicht dabei ist, hat man eigentlich in meiner Liste nichts zu suchen, weil offstream habe ich gar keine Zeit. Deswegen ist das für mich einfach nur mehr Delay, wenn ich Leute in meiner Liste habe, mit denen ich sowieso nicht spielen werde. Was los, Junge? Was willst du von mir? Er macht hier ein Emote. Handzeichen heißt das, glaube ich. Nee, das habe ich nicht, Junge. Das habe ich nicht. Das besitze ich nicht. Ich weiß, dass das selten ist. 400, 500 Tage, aber besitze ich nicht. Ja, ich nehme gerade auf, Bruder. Ja, ich nehme auf, Bro. Oh, shit.
Oh shit, Captain Blaumütze, Junge. Hey, Nervensäge wieder hier oben, oder wie? Geh mal weg hier. Digga, der blockiert halt komplett. Was macht das? Was ist der Sinn dahinter? Boah, und er hat auch einen sehr, sehr seltenen Skin hier, Leute. Ich glaube, der war auch schon 700 oder 800 Tage nicht mehr im Item-Shop. Ist auf jeden Fall ein ganz wilder Skin. Geht, Junge. Jetzt kommt hier noch ein Experte hier. Oh, er macht extra Teller, oder wie der Emote heißt. Und Poplock. Und Breakdown. Die drei Emotes habe ich jetzt auch, aber ich will jetzt hier kein Dance-Battle oder so machen. Keine Ahnung. Was los, Junge? Wer will mich hier irgendwo... Wo willst du mit mir hin? Wo willst du mit mir hin hier, hä? Was macht der denn da für Drehungen, Digga? Ah, ich glaube, der will da zum Spind. Kann das sein? Der macht das auf jeden Fall richtig, weil wenn ich die anderen OG-Skins in der Menge da hinten zeigen würde, dann würden noch mehr Leute kommen. Deswegen, aber ich glaube, die sind nicht gekommen wegen OG-Skin, sondern eventuell wegen den Namen. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ist natürlich nur reine Spekulation. Aber ich würde sagen, wir nehmen den Aerial Assault Trooper jetzt hier. So, Junge. Aerial Assault Trooper oder was? Findest du gut, oder wie? Und er hier vorne, er findet den wohl wahrscheinlich auch gut, ne? Sind wir Militärkomplizen, oder wie? Auf jeden Fall ist der Skin hier vorne der Aerial Assault Trooper Item Shop Skin. Der hat nämlich auch einen Hut und sowas und ist auf Militär angelehnt, definitiv. Omega fragt wieder, ob ich am Aufnehmen bin. Ja, Bruder. Ja, ja. Oha, Digga, okay. Und was macht der No-Skin hier vorne? Was macht der hier? Guck mal. Er steht einfach nur in der Ecke, guckt auf Boden. Hast du da irgendwie eine irgendeine Leiche gefunden, oder wie? Was ist denn da in der Ecke? Da ist doch gar nichts, Junge. Steht da so und guckt da einfach auf Boden, ne? Ja, okay, Junge. Wenn er das interessant findet, das Graffiti oder so, keine Ahnung. Dann lassen wir den da halt eben angucken, ne? Oh, der hat auch sehr viele seltene Emotes, Leute. Der hat gerade ein Emote gemacht, der wirklich schon 900 Tage nicht mehr... Der war schon 1000 Tage nicht mehr drinne. Aber der hat noch einen anderen gemacht, der nur 5 Mal im Itemshop war und 900 Tage nicht mehr drinne war. Genau diesen. Den Windig-Emote. Der ist richtig selten. Der ist richtig ultra hyper heftig ultra mega selten ist der. Der ist auch ultra selten. 900 Tage schon. Hey! Nein, nein, mach nicht. Geh nicht drauf. Oh mein Gott, er macht direkt die Mülltonne. Er hat direkt das Spray parat, Junge. Stabile Leistung von ihm. Nein, nein, Herr Wolf. Das ist nicht interessant. Das ist Müll hier unten. Guck mal, er hier. Na, guck dir den Naruto-Skin an. Digga, ist das dein Ernst jetzt hier gerade, oder was? Ist das dein Ernst jetzt gerade hier, oder wie? Ja, Vortub natürlich. Darf in einem Party-Royal-Video nicht fehlen. Guck dir das mal hier an. Mann, Mann, Mann. Er kehrt den mit Besen weg, richtig. So, jeder bekommt jetzt nochmal hier von mir einen Grabbler, weil für mich war es das für heute. Ich hoffe, euch hat das Party-Royal-Video gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Und ich würde sagen, haut da rein.